Rated Young Leader Awards 2012 in Managementkonzeption. Zuerst aber über sein Unternehmen und diesen Mann. Sein Unternehmen vermisst alles, was wir uns vorstellen und nicht vorstellen können. Hypergenau und unter jeglichen Bedingungen. Er ist CEO, ich korrigiere mich, das wird er erst noch. Er ist COO und zugleich CFO dieses Rheintaler Vorzeigeunternehmens mit rund 3.500 Mitarbeitern. Ob er gar seine Geschäftszahlen mit seinen eigenen Instrumenten misst? Fragezeichen. Heute bringt er jedenfalls exakte 6.000 Franken Preisgeld für die Gewinner des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption. Herzlich willkommen von Leica Geosystems, Thomas Haring. Hallo Peter. Thomas. Okay, wahrscheinlich ist es schon so, Zahlen kann man mit euren Instrumenten nicht messen, aber Distanzen jeglicher Art. Jeglicher Art. Ich möchte gerne das bewiesen haben von dir. Heute. Und da jetzig. Hast du ein Distometer dabei? Für ein Top-Event habe ich ein Top-Gerät dabei. Gut. Du doch bitte Distanz messen von mir zum Chefrektor. Und sag mir, was das... Füße oder Kopf? Kopf. Das sind 4,86 Meter. Hast du jetzt eine Ahnung, ist das viel oder wenig? Keine Ahnung, für die Distanz 4,8 Meter, was soll ich jetzt mit diesen Zahlen anfangen? Für dich recht viel. Was soll ich jetzt mit denen anfangen? Wobei ich glaube, die Dinge, die können ja noch viel mehr. Gerade heute in der Internetzeitalter, Computerisierung und Satellitentechnologie. Ich vermute, was das Gerät jetzt auch noch kann, an unserem Fall. Die Daten werden jetzt automatisch ins Personalamt übertragen. Dort wird ausgewertet, die Frage beantwortet, was das jetzt ist. Klar. Ist das schlecht oder gut? Ist 4,5 Meter plus 12 oder 2 Distanz wahrscheinlich sogar ein Entscheid gefällt, was man mit dem Peter Müller macht, mit dieser Distanz zum Rektor und dann entsprechend eine Konsequenz ausgelöst? Alles computerisiert durch eure Geräte. Selbstverständlich. Und schon genau. Auf Twitter die Nachricht. Und so frage ich dich. Wahrscheinlich kann ich da nicht rausgehen und habe keine Konsequenz am Hals. Da frage ich jetzt dich, wie sieht denn eigentlich das Portfolio von Leica Geosystems in der Wertschöpfungskette aus, nachdem die Revolution stattgefunden hat mit Computer, Internet und Satelliten? Richtig, die Revolution hat stattgefunden, dem können wir uns nicht verschließen und haben uns seit Jahren dem nicht verschlossen. Wir sind darauf spezialisiert, die reale Welt zu vermessen, wie du es zu Recht gesagt hast. Und im Konzernverbund bieten wir aber auch Möglichkeiten, dann die realen Daten, die wir gewonnen haben, in digitalen Modellen weiterzuverarbeiten. Und was dann entscheidend ist, ist nicht, sie dort zu haben, in CAD-Modellen oder anderen, sondern zurückzuspielen und die reale Welt damit zu beeinflussen. Stellen Sie sich vor, Staudämme, die wir monitoren, Veränderungen dort zu sehen, Hochhäuser beim Bau zu begleiten und dergleichen. Das sind hochkomplexe Applikationen, die wir mit unseren Geräten unterstützen. Und vielleicht darf ich das noch erwähnen. Wir haben natürlich auch tatkräftig versucht, während der Olympischen Spiele mehr Medaillen für die Schweiz gewinnen zu ermöglichen. Ja? Unsere Geräte haben versucht zu helfen. Hat bedingt geklappt, würde ich sagen. Also an euren Geräten hat es nicht gelegen, dass wir so wenig abgeräumt haben. Gut, was sind denn so die grössten Potenziale, die du siehst für die Leica Geosystems? Intern, in der Zukunft, ja? Intern beschleunigt sie Prozesse. Unternehmensintern, aber was wichtiger ist für unsere Kunden, denen hilft es, die Wertschöpfung deutlich zu erhöhen und auch neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Das ist spannend. Und ist auch toll, du rufst mich nicht mehr an, ich kriege nur noch E-Mails von dir. Das ist digitale Welt. Genau. Und digitale Welt ist auch dies. Denn drei Teams stehen jetzt hier mit wohl 220 genau. Stimmt. Puls. Bereit. Zuerst aber schauen wir sie an. Nomination Clip. Ab. Nominiert für den WTT Young Leader Award für Managementkonzeption sind Projekt Bueller China Business Process Model for a Customer Service Management System. Wir haben drei Prozesshandbücher entwickelt. Das erste
befasst sich mit dem Eröffnungsprozess von so Servicestationen. Im zweiten wird die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt, vom Bestelleingang bis Logistikprozess. Und im dritten geht es spezifisch um Verkaufsförderung vor Ort. Im vorliegenden Projekt mit Bühler China ist es ausgezeichnet gelungen. Das Team hat sehr selbstständig gearbeitet und man musste gelegentlich lenkend eingreifen, aber es war auch wirklich eine Freude, zusammenzuarbeiten, den Team-Spirit zu spüren, die Eigendynamik, das Engagement des Teams, war wirklich eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir sind über mehrere Mal besucht worden von der Fachhochschule St. Gallen, wo das Projekt uns vorgestellt hat. Und wir haben gesehen, dass es eine gute Opportunity ist, um etwas anzupacken, was uns auf den Nägel bringt, aber wo wir selber nicht die Möglichkeit oder Zeit haben zu machen. Mit Cornel Müntner, Projektleiter. Fabian Gemperle. Jonas Mattes. Von der Tongxi University Shanghai, Aijing Helen Ding. Yating Wang. Xiaoping Milai Chu. Projektcoachs Professor Dr. Wilfried Lux und Professor Ming Yao. Kundenseitige Projektleitung Dieter Vögtli von Bühler China. Die Bühler AG ist seit 1982 in China tätig und beschäftigt dort heute rund 3000 Mitarbeitende. Das Headquarter von Bühler China and Southeast Asia steht in Wuxi in the Greater Shanghai Area. Das Unternehmen hält in China und weltweit führende Marktpositionen bei Produktionsanlagen für die Mehl-, Pasta- und Schokoladenherstellung sowie für die Futtermittelverarbeitung. Die Bühler AG will strategisch weltweit das Wachstum des Servicegeschäfts beschleunigen. Bühler China beauftragte das chinesisch-schweizerisch gemischte Studierendenteam, Prozesshandbücher für die Expansion und den operativen Betrieb des Servicegeschäfts spezifisch für den chinesischen Markt zu konzipieren. Projekt Rieter China – Apprenticeship and Skill Training Program for Blue Collar Workers. In unserem Projekt haben wir Rieter China als Kundschaft gehabt und es ist darum gegangen, ein Ausbildungs- und Trainingskonzept zu erstellen. Auf der einen Seite haben wir speziell mit dem Projekt die Erwartungen der Auftraggeberschaft nicht nur erfüllen, sondern gar übertreffen. Und der zweite Aspekt, sehr wichtig, ist, dass wir mit den Studierenden hier Schulzimmer, das Klassenzimmer verlassen können. Dass wir hier nicht einfach nur an einem theoretischen Fall arbeiten, sondern rausgehen zu der Kundschaft, an richtigen Problemstellungen arbeitet mit richtigen Leuten. Mit Daniel Ritter, Projektleiter. Melanie Geldhauser. Sabrina Heller. Von der Tongji University Shanghai, Dong Dai. Jing Su. Mengshi Chu. Projektcoach Matthias Kleiner und Professor Ming Yao. Kundenseitige Projektleitung Bernd Leyendecker von Rieter China. Rieter ist mit 4.700 Mitarbeitenden ein weltweit führender Anbieter von Textilmaschinen und Textilmaschinenkomponenten. Seit 2005 operiert Rieter China Textile Instruments mit heute rund 800 Mitarbeitenden im Raum Shanghai direkt für den gesamten chinesischen Markt. Rieter China entwickelt derzeit Strategien und Konzepte, mit hochqualifiziertem Personal im chinesischen Markt rasant wachsen zu können. In diesem Rahmen beauftragte Rieter China das chinesisch-schweizerisch gemischte Studierendenteam auf Basis des erst zu analysierenden chinesischen Bildungssystems ein auf Rieter China abgestimmtes Aus- und Weiterbildungsprogramm für Blue-Collar-Workers zu entwickeln. Pro
Projekt SN Energie AG. Kennzahlen-Cockpit zur Steuerung von Energiebeteiligungen. Das Projekt hat sich befasst mit einem Kennzahlen-Cockpit zur Steuerung der Energiebeteiligungen der SN Energie. Und wir haben für die Kundschaft einen Rahmen erstellt, wo sie können, das Controlling mittels Kennzahlen für ihre Energiebeteiligungen machen können. Da hat das Team wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Da musste ich als Coach keinen grossen Beitrag leisten, weil die haben sich so dahinter gesetzt und haben mit ihrer Leidenschaft versucht, herauszutüfteln, wie man jetzt wirklich ein super Tool, das enorme Features auch hat und anwendbar ist, auf beide Stellen. Wir haben in der Vergangenheit schon mit der FAS gearbeitet und haben immer gute Erfahrungen gemacht und haben darum auch diesen Auftrag wieder der Fachhochschule vergeben. Und das Resultat bestätigt uns in dieser Entscheidung. Mit Stefan Zehnder, Projektleiter. Christian Frey. Andreas Granditz. Alexandra Juth. Christian Kressig, Christian Staber, Projektcoach Professor Dr. Markus Hauser, kundenseitige Projektleitung Adrian Inauen von der SN Energie AG. Die SN Energie AG mit Sitz in St. Gallen ist ein überregional tätiges Versorgungsunternehmen, das kommunale und städtische Energieanbieter mit elektrischem Strom beliefert. Dazu betreibt sie eigene Kraftwerke und hält diverse Beteiligungen verschiedener Energiearten. In den nächsten Jahren soll das Beteiligungsportfolio insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energie wachsen. Die SN Energie AG schickte das FAS Praxisprojektteam mit dem Ziel auf die Reise, ein Kennzahlencockpit für eine typische Beteiligungs-AG der Strombranche mit allen relevanten Kennzahlen zu bauen. Die identifizierten Kennzahlen sollen sowohl für die einzelnen Beteiligungen als auch für das gesamte Beteiligungsportfolio der SN Energie anwendbar sein. Das Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption 2012 ist die Musik ist unerträglich. Ist meine Damen und Herren, ich muss noch mal beginnen. The winner is Rieter China. Herr Ritter, grosse Gratulation, so ein kleines Team und so eine grosse Leistung. Wie geht es Ihnen? Ja, es ist genial, mit einem so kleinen Team auf dieser grossen Bühne ist schon.
ist einfach, ja, es zeigt sich die 6 Monate Arbeit, Herzblut und diverse Extrameilen, die wir reingesteckt haben in das Projekt. Es hat sich gelohnt, es ist vom Coach, von der Kundschaft und auch von der Jury geschätzt worden. Danke vielmals. Super. Es ist ja so, das Team ist natürlich schon ein bisschen grösser als die beiden. Und die haben wir jetzt gerade live zugeschaltet, weil du hast ein riesen Hurra gelaufen. Live-Schaltung nach Shanghai. Sorry that we are not able to attend the Young Leader Award tonight, but we can feel the great happiness in this unique moment. Thanks to this highly motivated team and all of our Lang-Meeting mates, they had an experience worth of remembering for a lifetime. It's a great honor for us to win the Young Leader Award, and we also appreciate that we have this opportunity to take part in the CPC program. Our PAIN program gets high admiration from WTT. It proves to be the best project of this year. So don't forget our mission statement. Hard work helps leaders thrive! Herr Beutler, wir haben eine grosse Freude, Sie obersten Chef, Personalchef weltweit von Rieter, diesen Auftrag gegeben. Wir haben den im November mit Trump besprochen. Was waren die Ziele, die das Team bekommen hat? Also wir haben vielleicht von der Ausgangslage her, wir haben in China ein paar ganz große Behörden relativ stark ausbauen. Entschuldigung. Wir haben es, genau. Wir haben in China relativ stark ausbauen und haben insbesondere im Bereich der Blue Collars nicht mitmögen mit dem strukturierten und super aufgebauten Training der Leute, die reinkommen. Die Leute sind gekommen, sind auf den Job ausgebildet worden, auf einer Position in der ganzen Fabrik oder in der Produktion. Und da haben wir dahinter, wir haben noch weitere Pläne zum weiteren Ausbau, diese Strukturen haben wir verändern. Ziele, die damit verbunden sind, also wir haben gesagt, wir müssen so wie haben wir es jetzt schon wieder genannt, es bin ganz gerührt da und irritiert, ich sage nachher noch wieso, helfen wir schon, wie heisst es schon wieder? Apprentices and Skills Training Programm, danke vielmals, aufbauen. Um was geht es? Es geht um eine breite Grundlagenausbildung, wo man die Leute dann eben auch rotieren kann, wo man es nicht nur an einer Arbeitsposition einsetzen, sondern an verschiedenen, eine Flexibilität anzubringen, die für uns im Rieter, im zyklischen Geschäft sehr wichtig ist, innerhalb der Produktion. Angelehnt oder in Anlehnung natürlich auch an ein Lehrlingssystem, das wir kennen, darum das Apprenticeship im Titel. Die Ziele sind klar gewesen, Zielgruppe definieren, wie können wir die rekrutieren, wie können wir sie dann im eigentlichen Sinn aus- und weiterbilden und drittens natürlich ganz wichtig in China auch, wie können wir sie halten, wie stellen wir sicher, dass wenn sie einmal so weit sind und ihre Leistung bringen, dass wir es dann auch nicht verlieren. Danke vielmals, Marco Beutler. Frau Geldhauser, Melanie Geldhauser, aus dem Riesenberg Arbeit, die ihr hier erarbeitet habt, für Rieter, 3 kurz zusammengefasste Ergebnisse, die wichtigsten. Gut, da haben wir natürlich auch Folien vorbereitet. Ich muss mich gleich mal entschuldigen, bin noch ein bisschen außer Atem und überwältigt von dem Moment gerade. Auf der Folie sehen Sie jetzt eigentlich alles, was wir gemacht haben. Es ist schwierig, da... Ja. Es ist schwierig, da 3 Hauptergebnisse rauszufinden, weil unser Ziel war es einfach, ein Apprentice and Skill Training Program zu entwickeln. Und das haben wir geschafft. Wir haben ihm auch einen Namen gegeben. Der Name ist Katie, das heißt Chinese Apprentice Training for Improved Excellence. Auf der Folie sehen Sie auch, um dieses Ziel zu erreichen, haben wir der ganze Arbeitsmarkt in China untersucht, was ist da wichtig. Wir haben herausgefunden, dass Gewerkschaften eine große Rolle spielen, auch die Eltern von den Blue-Collar-Workers, also von den Fabrikarbeitern. Wir haben Personalmanagement-Analyse gemacht, wir haben das Schulsystem untersucht und 4 Schulen in Changshou, wo Rieter platziert ist, auch interviewt und die beste dafür für Rieter evaluiert. Wir haben auch eine Skill Gap Analyse gemacht, also wir haben evaluiert, welche Skills, welche Fähigkeiten brauchen die Blue Collar Workers und welche haben sie im Moment und wo müssen wir sie noch mehr trainieren. Wir haben auch Vergleichsunternehmen
interviewt, die so ein Apprentice-Programm schon mal versucht haben, in China einzuführen. Ja, und haben dann das Konzept erstellt mit einem genauen Rollout. Auf der Folie sehen wir jetzt, wir haben in einer Woche 50 Interviews gemacht mit Fabrikarbeitern, mit Supervisern, also Abteilungsleitern, mit Vergleichsunternehmen und mit dem HR-Management. 50 Interviews in einer Woche und daraus haben wir dann so eine Skill Gap Analyse erstellt. Das sind jetzt keine Achsenangaben dabei, weil Geheimhaltungspflicht, aber dass Sie mal sehen, wie das bei uns ausgeschaut hat. Und das ist dann eigentlich unser Apprentice Training Programm gewesen. Also wir haben da die Influence Factors für so ein Programm evaluiert. Wir haben, welche Kriterien sind wichtig, um mit so einem Programm in China zu starten. Wir haben ein komplettes Rekrutierungsprozess evaluiert und ein Assessment Center dazu entwickelt. Wir haben den individuellen Lehrplan für Rieter erstellt. Der ist nach dem Vorbild vom Schweizer Polymechaniker oder Industriemechaniker erstellt worden. Wir haben ein Trainer- und Lehrerkonzept erstellt und ein Förderungs- und Entwicklungsprogramm ist im KT auch enthalten. Genau. Danke vielmals, Frau Geldhauser. Jetzt komme ich zum FAS-Coach Roger Kleiner. Habe ich Roger gesagt? Ich glaube, du bist da wie, das ist dein Wohnzimmer. Bühne vom Meter Young Leader Award. Meine Damen und Herren, dieser Mann. Drei Antritte für Meter Young Leader Award. Dreimal nominiert, dreimal China-Projekte, dreimal gewonnen. Matthias Kleiner. Matthias, jetzt musst du uns ein Erfolgsrezept auf den Tisch legen und da werden jetzt alle anderen FAS-Coaches sehr genau zuschauen und hören, wie machst du das? Ja, da muss ich Sie gerade enttäuschen. Es gibt nicht das, irgendein Keimrezept oder so. Manchmal in der Werbung sieht man ja das bei einem Appenzeller-Produkt. Da gibt es da, glaube ich, nicht. Es gibt Faktoren, die da sehr positiv gewirkt haben. Auf der einen Seite haben wir das Glück gehabt, aber auch das Privileg für äußerst attraktive Unternehmen dürfen zu arbeiten. Unternehmen, die ein starkes Commitment gegeben haben zu diesen Praxisprojekten, die uns im Projekt selber immer extrem unterstützt haben, uns aber auch stark gefordert haben. Und ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung. Dann jedes Mal habe ich auf ein fantastisches Team zurückgreifen, ein fantastisches Studierendenteam. Studierende, die extrem leistungsorientiert waren, Studierende, die extrem motiviert waren und vor allem auch bereit waren, die Extrameile zu gehen, die Daniel Ritter schon angesprochen hat. Und meine Aufgabe war dann eigentlich nur, das Team irgendwo zu motivieren, Vertrauen zu geben und vor allem auch immer Gewissheit zu geben, wenn es den Gameplan, den wir aufgestellt haben, am Anfang konsequent durchziehen, wenn es tagtäglich hart an sich selber arbeitet und dann eben am Schluss die extra Meilen auch gehen, dann früher oder später stellt sich der Erfolg ein. Matthias, du redest so lieb wie Roger Federer, ich habe dich gern. Gratulation zu Ihrer Leistung. Herr Beutler, jetzt muss ich Sie einfach fragen, können Sie etwas anfangen? Ich weiss, China ist ein ganz schwieriger Markt. Und zweitens haben wir auch vorhin rausgehört, das muss so gut sein, Sie dürfen gar nicht darüber reden, die Studierenden. Können Sie darüber reden? Absolut. Es ist also, ich muss es nochmal sagen, die Leistung, die Sie gebracht haben, war herausragend, hervorragend gewesen. Also meine Leute in China, für die ich hier stehen darf, sind also sehr, sehr, sehr begeistert gewesen. Dank dem Team-Effort, der gemacht worden ist, war nicht immer einfach gewesen, mit den Rieterleuten, mit den chinesischen Kollegen. Dank dem Aufwand, der betrieben worden ist schon ein paar Mal gesagt worden, ist aber wirklich sensationell gewesen. Und vor allem auch noch dank dem Detail, das man angeschaut hat. Es ist nicht oberflächlich gewesen, es ist nicht bei diesen vier Charts geblieben, sondern es ist wirklich in die Tiefe gegangen. Was für uns dann wieder ein Schlüssel war, ist, dass man es eben sehr gut, sehr schnell in die Praxis umsetzen kann. Sehr fundiert. Das Resultat ist es anwendbar in der Praxis, ist relativ einfach beleidigt. Wir haben diesen Monat, am 1. September, den ersten Batch in diesem Programm gestartet. Ich glaube, das sagt es.
Jetzt muss ich aber eins muss ich jetzt gleich noch sagen, und der Herr Giudi wird es lieben, ich habe vorher gesagt, ich sei irritiert gewesen. Was man vielleicht den chinesischen Kollegen noch mit auf den Weg geben könnte, ist das Rot bei Rieter. Das wäre also die Farbe von unserem grössten Konkurrent. Er hätte grün. Ja, das sind, die sind so schweizerisch angehaucht gewesen, das ist auch unsere Schweizer Farbe. Thomas Haring, Jurymitglied und Sponsor. Wieso hat die Jury das Team Rieter gewählt? Ich glaube, wir haben es am Ende des Videos gehört aus China und auch auf der ersten Folie gesehen. Der Slogan war Hard Work Helps Rieter Strive. Das Projektteam hat super Arbeit geleistet, hart gearbeitet. Das hat es uns nicht einfach gemacht, die Arbeit zu lesen und zu verstehen. Wir haben es als Jury aber geschafft. Wir haben eine Menge gelernt. Ich kann die Arbeit nur jedem empfehlen, der sich mit derartigen Themen beschäftigt, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Toll, wie sie sich für Blue-Collar-Workers einsetzen, die nicht das Vergnügen haben, so wie ich, jeden Tag im Meeting sein zu dürfen, sondern vom ersten Tag an produktiv sein müssen. Tolle Leistung. Und ich habe mir sogar die Mühe gemacht, die Unternehmenswerte anzuschauen. Delight your customers. Enjoy work, fight for profit. Das übertragen auf die Projektarbeit. Sie haben Ihren Auftraggeber, denke ich mal, sehr zufriedengestellt. Spaß hat die Arbeit bestimmt auch gemacht, das merkt man. Und Sie haben für den Young Leadership Award gekämpft. Erfolgreich. Tolle Leistung, vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Thomas Haring, herzlichen Dank, Leica Geosystems. Und das sind die Gewinner des WTT Young Leader Awards 2012 in Managementkonzeption, Team Rieter. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, er ist der Roger Deweck, der Ostschweiz, mehr noch. Er managt Fernsehen, Radio, Internet und zusätzlich Tageszeitungen und Zeitschriften. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen macht auch er auf Medienkonvergenz. Heute gratuliert er Silber- und Bronze-Teams des WTT Young Leader Award für Managementkonzeption mit der Mitgift von insgesamt 5'000 Franken. Er ist Gesamtleiter der Tagblatt-Medien mit Brands wie Tagblatt, TVO, FM1, Tagblatt.ch. Hier ist er, der Medienmogul der Ostschweiz, Daniel Erath. Der Sebastian Wörwagt, der muss noch 140 Mal schlafen, ich noch 160 Mal. Dann erscheint Ostschweiz am Sonntag, am 3. März. Für einen passionierten Sonntagszeitungsleser, wie ich da bin, was darf ich da und die ganze Ostschweizer Medienkonsumentenschaft erwarten? Also die Ostschweiz kommt am 3. März auch eine Sonntagszeitung über. Es wäre sinn- und nutzlos gewesen, wenn man noch eine fünfte Sonntagszeitung auf den Markt gebracht hat. Vier gibt es ja schon. Also haben wir ja etwas müssen entwickeln, was speziell war. Also die Sonntagszeitung, die wir auf den Markt bringen, unterscheidet sich in drei wesentlichen Merkmalen. The Product is the Hero, ich fange mit dem Produkt an. Es ist eine Zeitung, die speziell auf die Ostschweiz fokussiert ist. Das gibt es bis heute noch nicht. Es ist zweitens ein Produkt, wo nicht so umfangreich ist wie die bestehenden Sonntagszeitungen, weil die bestehenden Sonntagszeitungen haben teilweise bis zu 100 Seiten. Wir werden schlanker sein, dafür relevanter. Und der dritte Punkt ist, auch ein wesentlicher, die Sonntagszeitung wird für Tagblatt-Abonnenten oder Abonnenten für unsere Partnerzeitungen relativ günstig sein, das heisst im Bereich von 50 Franken. Also ich lese es ja auf alle Fälle. Ich habe ja gesagt, ich bin einer von denen. Danke vielmals. Die erste hast du schon. Stichwort Medienkonvergenz. Heisst ja einfach und übertrieben gesagt, vielleicht ein bisschen, ein Journalist produziert und publiziert eine Story und tut sie gleichzeitig in der Zeitung, im Internet, im Radio, im Fernsehen gerade auch noch publizieren und verbreiten. Wir wissen, der Schweizer Fernsehen hat die Übung gemacht oder nicht gemacht. Wo steht das Tagblatt und was können wir als Konsumenten von der Tagblatt-Medien diesbezüglich einen Nutzen erwarten? Also der Begriff Medienkonvergenz ist natürlich ein Schlagwort.
Und Zen denkt, würde wirklich heissen, das, was du gesagt hast. Ich darf aber sagen, wir in der Ostschweiz betreiben keinen Konzernjournalismus, das würde es nämlich heissen, sondern wir haben 3 unabhängige Redaktionen: Tagblatt-Redaktion, FM1-Redaktion und selbstverständlich auch TVO-Redaktion. Und die berichten über die Ostschweiz und das Geschehen in der Welt völlig unabhängig voneinander. Das heisst aber nicht, dass Konvergenz für uns kein Thema ist, sondern wir schauen es so an, dass Konvergenz zu den Marken passen muss. Das heisst, digitale Medien und Printmedien, da sind wir schon sehr weit, die arbeiten schon sehr eng zusammen, die sind unter einer Führung, die sind in einem Raum rein, das funktioniert. Dasselbe ist bei FM1 und bei TVO. Die betreiben Konvergenz, aber innerhalb von ihren Marken, innerhalb von ihren Medien. Prima. Und jetzt hole ich mir die wartenden Teams noch zu uns. Darf ich bitten auf die Bühne des WTT Young Leader Awards Team Bühler China und Team SN Energie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, WTT Young Leader Award 2012 in Managementkonzeption, Rang 2, Team Essen Energie. Rang 3, Bühler China. Sender, letztes Jahr grosser Sieger, Marktforschung. Wie fühlt man sich mit dem 2. Platz? Fühlt sich natürlich auch sehr gut an. Wir sind hier mit 2 sehr anspruchsvollen Projekten aus China nominiert gewesen. Das ist speziell für uns. Und wir haben den Ratschlag von letztes Jahr eigentlich mitgenommen. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern wir haben mit Herzblut und viel Fleiss zusammen mit der Kundschaft und dem Coach das Projekt bearbeitet und unsere Ergebnisse haben uns zu dem 2. Platz verholfen. Das freut uns natürlich unglaublich. Gratulation. Herr Müntener, 2-mal auf dem Podest, ganz knapp nicht zauberst. Wie fühlt man sich? Es war 2-mal eine super Erfahrung. Wir haben uns schon riesig gefreut, dass wir mit diesem Team nominiert worden sind. Und wir sind sehr froh, dass wir heute Abend hier dabei sein und dass wir die Erfahrung haben können machen und haben es richtig genossen. 2-mal dritt. 3 ist meine Glückszahl. Ich gratuliere. Perfekt. Ja, ist doppelt so schön. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das waren die Teams im 2. und 3. Rang, Team Essen Energie und Team Bühler China. Ja, danke.
ganz herzlichen Dank im Tagblatt Medien und dir, Dani Erath, für die Jury-Tätigkeit und für das Sponsoring. In dem Sinn, das war Daniel Erath.